Bereit zur Macht, aber nicht ohne Bedingungen. Gregor Gysi im Interview mit Peter Brinkmann. Der linken Fraktionschef im Bundestag kandidiert in Treptow-Köpenick und genau dort haben wir ihn getroffen. Eine Regierung mit den Sozialdemokraten kann sich der 65-Jährige nur unter einer Bedingung vorstellen. Sozialdemokraten führen eigentlich keine Kriege. Sozialdemokraten stehen nicht dafür, dass man die Rente im Niveau senkt und für 2 Jahre streicht. Also ich kann die ganzen Beispiele wiederholen. Ich kann nur sagen, da muss sie sich korrigieren. Und ich bin auch sicher, so wie sie sich verhalten, werden sie weder den Kanzler stellen, noch kommt es zu einem Politikwechsel. Und um das auch zu sagen, wegen der Wahl. Also uns geht es doch nicht um einen Personalwechsel, sondern um einen Politikwechsel. Und ich glaube, es gibt immer mehr in der SPD, die auch unruhig werden. Bedingungen zu einem Wahlkampf, der gerade erst begonnen hat. Gregor Gysi verspürt jedoch noch nicht wirklich Lust zum Kämpfen, zumindest in der Wählerschaft, denn für viele sei die Wahl bereits gelaufen. Aber ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, die Leidenschaft will noch nicht so richtig aufkommen im Wahlkampf. Bei Ihnen? Doch, bei mir ja. Ich möchte gerne anstecken mit meiner Leidenschaft. Und die kommt deshalb nicht auf, weil die meisten sagen, Steinbrück wird sowieso nicht Kanzler und die Merkel bleibt es. Und dann entsteht plötzlich so eine Langeweile. Und ich sage immer, ja, aber von der Zahl unserer Stimmen hängt doch viel ab, auch ob Druck auf die SPD ausgeübt wird und so weiter und so weiter. Wahlmüde ist Gysi dennoch nicht. Das zeigt sich gerade auch im Gespräch mit potenziellen Wählern. Das ganze Interview mit Gregor Gysi sehen Sie heute Abend um 20:15 Uhr in unserem Spezial Wahl 13 hier auf TV Berlin.